So, jetzt. Was ist das denn eigentlich? Ich schwör. Also die Busse in Sri Lanka werden auf jeden Fall gefahren, aber nicht von Menschen. Alter, die sind geisteskrank, das ist wirklich unfassbar. Vielleicht filme ich später mal. Vielleicht. Also das ist wirklich nicht mehr von der Welt, gell? Ohne Scheiß, diese Busfahrer. Egal, ich wollte eigentlich was ganz was anderes sagen. Jetzt ein spontanes Video, let's go. Ich bin ja da gerade in Sri Lanka. Ich mache einfach nur schnell ein kurzes Gelaber-Video, ohne groß rum zum Cutten oder so. Ich wollte einfach nur erklären, wie die Situation gerade auf Sri Lanka ist. Ich war jetzt 3 Wochen da. Morgen ist Abreise. Leider. Es ist sehr, sehr geil. Es war Hammerzeit. Genau, ich habe mir das Ganze jetzt 3 Wochen, was heißt, angeschaut, aber ich habe einfach Urlaub gemacht. Und ich war nicht jetzt in einem, keine Ahnung, Hotel in meiner Bubble abgeschottet von allem, sondern ich war wirklich die ganze Zeit mit den Locals unterwegs. Also wir waren beim Fischen auf der Zimtplantage, beim Surfen jeden Tag, feiern. Ich war im Inland, bin jetzt im Süden an der Küste. Von dem her habe ich mir jetzt alles angeschaut und kann, glaube ich, ganz kurz sagen, wie es wirklich so ist. Also wie jeder weiß, ist ja gerade in Sri Lanka die Wirtschaftskrise, Inflation, politisch schwierig. Und es wird sehr viel berichtet von den Medien, aber es ist sehr viel, ja, was heißt Bullshit, aber es ist halt einfach, es sind schon Unwahrheiten dabei, eigentlich, kann man schon sagen. Also, als ich meinem Umfeld, die Leute so um mich herum, erzählt habe, dass ich nach Sri Lanka in Urlaub fliege, warum fliegst du da hin? Da ist Wirtschaftskrise, es ist gefährlich, es ist brutale Inflation, es ist alles so teuer, man kriegt kein Benzin, um, keine Ahnung, was zum Unternehmen umherzufahren. Die Züge gängen nicht, alles mögliche. Stromausfall, haben auch noch früh gesagt, ja, das sind Powercuts. Hast keinen Strom, kannst dein Handy nicht aufladen, siehst nichts. Also, es stimmt, von denen Sachen stimmt schon mal eigentlich alles nicht. Kommt es auf jeden Fall her. Ich kann gleich schon mal vorwegnehmen, dass es überhaupt nichts Schlimmes. Must visit place on earth, I promise you. Es ist auf jeden Fall sehr vielseitig, das Land. Also, ich war in die Highlands, ja. Also Candy, Ella und sowas, hammergeil. Die Powercuts sind jetzt bloß noch 1 Stunde lang. Also kein Ding, weil sie am Surfen zu der Zeit. Und ja, es war halt schon krass vor 3-4 Monaten. Da waren die halt teilweise 13, 14 Stunden lang. Was halt echt mieser Abfuck ist. Aber es hilft einfach nichts. Es hilft einfach nichts. Die Regierung muss Energie sparen. Ja, 1 Stunde. Ist der Strom abgeschaltet in Sri Lanka. Deswegen kein Handyladen zu dieser Uhrzeit. Man ist ja beim Surfen, wie gesagt. Alter, Surfen ist so geil da. Ist einfach unfassbar. Ist halt auch geil zum Lernen, weil einfach es da Sandstrände gibt und nicht Reef Surfing. Und gefährlich ist es auf jeden Fall auch nicht da. Außer in Colombo vielleicht auf Nacht, das ist die Hauptstadt. Aber es ist eh ziemlich scheiße. Sollte man sich eh nicht anschauen. Einfach gleich raus, einfach Landing und raus aus der Großstadt. Einfach runter in den Süden oder ins Inland. Und dann ist es überhaupt nicht gefährlich. Dann ist es halt wirklich sicherer als Frankfurt Hauptbahnhof. Sicherer als so manche deutsche Stadt. Das ist ja wirklich so. Also es ist halt ein ganz normales Dorf, nette Leute. Gastfreundlich. Junge, da kommt wieder einer. Es ist so wild, fahrt mit 100 da durch. Fahrt mit 100 da durch. Einfach nur hupen. Also gelenkt wird sowieso nicht da. Da gehen die Hunde überall umeinander auf der Straße. Da unten geht eine Kuh im Meer. Das ist schon geil, das ist schon echt geil. Das ist Kulturschock heute, Vollgas. Da kommt schon wieder einer. Das Ding ist, da sind ja die Busfahrer selbstständig. Die kaufen sich den Bus selber. Und nicht von der Regierung. Und dann wollen die halt einfach so schnell wie möglich die Leute vom einen Spot zum anderen bringen. Und dann fahren die halt wie die Geistesgestörten, gell? Also, je mehr Leute schneller an einem anderen Spot sind, desto schneller können die dann zum anderen Spot und dann das Geld von denen abkassieren. Andernfalls verdienen die halt fast gar nichts, gell? Polizei verdient 100 Euro im Monat. Umgerechnet. Auf jeden Fall kann man sich alles sehr gut leisten. Es ist sau billig, ich hab mir so gegönnt. Du musst echt immer Angst haben, dass du wirklich nicht mehr heimkommst, gell? What the fuck, da verkaufst du wieder einen Scheiß da. Jeder verkauft an der Straße seinen Scheiß. Wie gesagt, du kriegst halt alle möglichen Scheiß an der Straße, am Straßenrand, von Drogen bis zu der Ananas. Wirklich alles.
sehr, sehr geil. Drogen nicht, aber die freshen Fruits. Statt 100 Rupees kostet eine Kokosnuss jetzt 200. Also, anstatt 28 Cent, doppelte 56 Cent. Ja, kann man sich gleich ganz gut leisten. Ich bin echt gegönnt und habe nebenbei 500 Euro ausgegeben in den 3 Wochen. Surfen, alles. Also Surfen kostet pro Stunde, glaube ich, 500. Das sind, glaube ich, 250. Da zahlst du den Sylt, glaube ich, in 30er für eine Stunde. Also, ja. Außerdem juckt es sich sowieso nicht an. Wenn es halt dann mal 2,5 Stunden, die nehmen wir uns mit der Zeit eh nicht genau, weißt du schon. Sagst zum Tuk-Tuk-Driver, ja, treffen wir uns um 10 Uhr, wann kommt der um halbe? Immer. Egal wann du da bist, der Tuk-Tuk-Driver ist immer nach dir da. Und ja, Mann, na, es gibt auf jeden Fall keinen Grund, nicht herzukommen. Weil, was wollte ich jetzt eigentlich nur sagen? Also, Powercuts haben wir, egal, gefährlich auch nicht, Dyer auch nicht, dann war es eigentlich eh schon. Also ja, genau, Benzin hat es geheißen. Wo ich die Leute erzählt habe, dass ich daher flöge, oha, du wärst nicht tanken können, weil die langen Schlangen an der Tankstelle sind so brutal, da kommst du niemals dran. Die längste Schlange, was ich gesehen habe, war 5 Tuk-Tuks lang. Also die Touristen werden sowieso mal vorgelassen, von dem her. Ah, egal. Das haben sie jetzt eh schon gut in den Griff gekriegt, die letzten 3-4 Monate dann. Also sie kriegen Benzin her, aber jeder Haushalt kriegt 20 Liter die Woche, was echt wenig ist. Aber es gibt immer, die haben so Connections und dann kriegst du an der Tankstelle daneben, kriegst dann nochmal einen QR-Code, mit dem du dann tanken kannst. Das geht dann schon irgendwie so. Wenn du ein bisschen connected bist in dem Dorf, dann kriegst du auch 50 in der Woche. Brauchen sie eh nicht, weil, ja, für was? Die machen jetzt da keine Country Travel Series. Was auch immer. Ich glaube dir nicht. What's up? Ja, genau. Also Benzin-Akku-Ding. Ich bin da die ganze Zeit ohne Führerschein rumgefahren. Ist eh wurscht. Bin bei mir aufgehalten, weil dann gibt es der Polizei einen Tausender. Was 2,50 sind und dann fährst weiter. Internationalen Führerschein brauche ich jetzt halt, gell? Natürlich. Aber gibt zum Spaß einfach mal mehr Schwimmbad-Jahreskarten herzeugt. Hat auch passt. Ist ein Pudel von mir drauf, gell? Offizielles Dokument. Ja, gut. Kommt auf jeden Fall her. Die Locals gefallen sich auf jeden Fall schon, haben es gemacht gehabt auf Dezember, weil dann nach 3 Jahren jetzt endlich mal wieder was geht. 2 Jahre Corona, kannst du schon mal abziehen. Jetzt die Crisis. Ja. Hat sich jetzt einigermaßen erholt. Also kommt's her, es ist nicht gefährlich, es ist nicht teuer, es ist einfach nur absolut geil und sauwarm, Alter. Das Meer hat einfach 28 Grad. Best. Supreme. Ja, kommt's her.